So, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten richtigen Let's Play. Wie ihr wisst, hatte ich ja mit die Hangman angefangen gehabt, hatte zwei Parts hochgeladen, aber ich fand das irgendwie blöd für einen Anfang, weiß nicht. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht, und zwar erstens, mein Englisch ist sowieso totaler Bullshit. Was heißt totaler? Ich habe schon das meiste hoffentlich richtig verstanden gehabt, ja. Aber trotzdem, ich mag solche Spiele nicht. Und das gleich am Anfang, dass man rumrennen muss, dass man irgendwas triggert. Irgendwann, man in 2-3 Stunden, keine Ahnung, wenn man irgendwas vergessen hatte zu lesen. Ja, ich habe mich belesen über das Spiel und sorry, aber da kriege ich Nervenzusammenbruch. Und bevor ich mir das Spiel vermiese, werde ich mir irgendwann mal Let's Plays von dem Spiel anschauen. Und ja, ich werde es zu 100% durchzocken. Keine Frage, die Hangman irgendwann. Aber für den Anfang jetzt erstmal nicht. Weil ich werde mir das dann anschauen, damit ich dann zu 100% weiß, wie das Spiel abläuft. Dies und das und bla. Deswegen habe ich mich jetzt für die Hangman ausgewählt. Halt's Maul. Deswegen habe ich mich jetzt für Edna bricht aus entschieden. Mein Gott, so schwer ist der Name noch gar nicht. Da dieses Spiel ja vermutlich jeder kennt, ich auch, ich mich damit auskenne, schon mal es gezockt hatte, schon alle Erfolge mir geschnappt habe, aber ist schon etwas länger her. Und ja, dann werde ich mal sagen, dass wir anfangen zu spielen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir echt nicht übel. Aber, nee. Gut, dann fangen wir mal an. Neues Spiel. Na, passiert auch mal was? Ein Weltwunder ist geschehen. Ich dachte, jetzt hängt's. Dedelic präsentiert. Ein Spiel von Poki. Den, wo man ja eigentlich auch kennen sollte. Oh, ich bin echt gespannt, ob ich mich noch an einige Sachen erinnern kann. Ich hoffe es. Nicht, dass wir dann 5-6 Parts am Anfang immer noch kleben. Bis ich dann mal irgendwann mal was gefunden habe, wie es weitergehen könnte. Ich hoffe es ja mal nicht. Also nochmals, es tut mir wirklich leid, bitte nimm's mir nicht übel, dass ich jetzt vorerst die Hangman abbreche. Was war das denn? Eine Riesen-Edna. Und ja, ich bin immer noch verschnupft. Tut mir leid, dass ich mich so kacke anhöre. Okay, ich höre mich auch kacke an, wenn ich nicht verschnupft bin. Aber egal. Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Ich liebe einfach die Kommentare. Edna bricht aus. Ja. Ah, ich darf schon losspielen. Okay. Ich habe hier lange genug gesessen. Ja, das glaube ich dir zu 100%. Nein. Mal sehen, wie abschaubar dieses Stuhlbein. Gut, das wusste ich doch, wie das funktioniert, dass man als erstes dieses Stuhlbein nehmen musste. Und dann musste man das doch irgendwie. Ups. Genau. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Ja, los. Nehmen wir die Bude auseinander. So, mal gucken. Ich glaube, der war da. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Ich hatte gerade so einen Hustenanfall. Oh, das glaubt ihr mir gar nicht. Hilfe. War das doch nicht da drinnen? Oder was musste man jetzt nochmal machen? Oh Gott, mein Gedächtnis ist so.
jeder hat dieses Spiel. Jeder kennt dieses Spiel. Ich kenn's auch und ich weiß jetzt schon nicht, was ich machen soll. Das gibt es nicht. Irgendwas? Ach. Stimmt, ja. Rede mit, ich glaube, Gitter. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Nein, so einfach nicht. Nämlich, wir reden einfach nochmal damit. Hey, hallo. Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Ich würde gern wissen, wo ich denn hier eigentlich bin. Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Was ein witzig Bold. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Ja, und zwar, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Wieso denn? Ich habe hier zu Hause bei mir auch überall gepolsterte Wände. Das ist super bequem, muss man echt sagen. Aber bin ich... Ich bin nicht verrückt. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Ja, siehste. Siehst du? Harvey stimmt mir zu. Genau. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Mach dich doch nicht lustig über mich. Ich meine, warum kann ich mich denn an nichts erinnern? Das geht doch gar nicht. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Was denn für eine Behandlung und warum ist es eigentlich so heiß hier drin, sag warum mal. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Na, dann mach mal an. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Vor allem, da du mir das jetzt erzählt hast. Oh, deswegen könntest du mir auch gleich die Klimaanlage anstellen. Also würdest du bitte? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Oh, was ein... Dann nochmal. Ich sag sogar bitte, ja? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann später. Ja, ja, das hatten wir schon. Dann ist mir halt aufgefallen, wie elegant mir du diese Tür bewachst. Wie gekonnt du diese Tür bewachst. Oder gekonnt. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Hallo, da bin ich wieder. Oh, es tut mir gerade so leid, dass ich so blöd jetzt hier cutten musste. Jetzt haben die sich unterhalten über Minigolf und bla. Aber ich hatte, während die geredet haben, so einen Hustenanfall schon wieder. Oh, das geht gar nicht. Tut mir gerade so übelst leid, dass ich die ganze Zeit hier rumhuste wie so ein Idiot. Oh. Ey, das ist echt nicht mehr, das ist echt nicht normal. Ich hab das auch ganz schnell übersprungen und schnell überflogen, weil, oh, das ging gerade gar nicht. Oh, tut mir echt wirklich leid, es war gerade so richtig... Ich hab mir die Seele aus dem Leib gehustet, ja? So, wo waren wir denn stehen geblieben? Da mache ich einfach... Da will ich halt einfach nur mehr über Minigolf wissen. Ich würde gerne noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht?
Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Mhm. Alles klar, schön Profiliga. Mhm. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Ha ja, gerade bei mir um die Ecke, da kriege ich auch so viel. Aber woher hast du ihn denn dann? Hast du ihn gestohlen? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Langweiler. Dann hast du ihn eben vom Sperrmüll, woher oder? Hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Also meine Mülltonne ist voll damit. Dann muss es... Zu 100% ist es der Walkiefer. Zu 100%. Also bitte, lüg mich nicht an. Es ist der Walkiefer. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Na, dann gebe ich's halt auf. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Oh, okay. Das klingt dann irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste, ne? Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nicht. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Ja. Das war gerade richtig super. Dann bist du eben Papas Liebling. Okay, nochmal. Dann bist du eben Papas Liebling. Stimmt's? Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Jetzt schleimt die sich auch noch ein, oder was? Aber wenn dein Vater Minigolfer war, war meiner das bestimmt auch. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Warum lachst du so? Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann, ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Nee, wieso denn? Die ist doch schon zu. Was ist das jetzt oder willst du noch was wissen? Was ist das für eine Blödkartoffel, dieser Typ, ey? Dann nimm dir halt deinen Papis Schläger und schlag ihn dir über den Kopf, da kann ich hier raus. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Ja, wenn du scheiße über meinen Vater sprichst, spreche ich auch scheiße über deinen. Ganz einfach. Dann reden wir nochmal mit dem Gitter. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Voll genervt. Dann will ich halt nochmal mehr über Minigolf wissen. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Ja. Yep. Hast du. Dann wird mir halt ganz
duselig. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Ha! Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Dann bewahre ich wenigstens immer einen kühlen Kopf, wa? Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Ach echt? Sag bloß. Und jetzt geht das doch wahrscheinlich, oder? War ja klar. Und was ist das? Dann eben nicht. Geh hier zum Lüfter. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Dann Harvey, erzähl mir mehr über die Schrauben. Bitte, danke. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Dann nehmen wir, konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das würde ich auch gerne können. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Schade. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Das ist aber cool. Dann würdest du bitte, danke. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Was genau meinst du eigentlich mit Tempomorphen? Was genau meinst du mit Tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Yippie! Gut, wenn weiter nichts ist, dann bin ich bereit. Ja, Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Okay, ich halte mich fest. Boah, ist das schön. Ah, jetzt sind wir also klein oder jünger. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen. Okay, gut. Ja. Ist ja easy. Verstanden. Hier unten wechsle ich dann wahrscheinlich. Genau. Ich würde gerne da raus. Nein! Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das Fenster auf Edna ziehen. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen?
Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Natürlich kommst du da ran. Sei doch nicht so bescheuert. Du nimmst jetzt diese komische Hake. Danke. Und dann benutzt du sie mit dem Fenster. Und jetzt kann ich wieder Harvey benutzen. War doch nicht so schwer, oder? Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Aber natürlich, mein Kuschelhäschen. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mathis, Ednas Vater. Aber rechts, hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mathis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Gucken wir mal an die Zeitung. Ah, hier. Kastaniendieb wieder entkommen. Ah, hier. Zehennagel. Bla bla. Okay, nehmen wir Artikel 2 mit und gehen wieder. Weil ich glaube, das wäre es auch schon gewesen. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ich glaube schon. So, Kuschelhäschen. Ziehen wir das hier mal auf Edna. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Wie widerlich ist das denn? Jetzt gehst du da hoch zu dieser komischen, langen Tür, die wo jeder so in seinem Haushalt hat und benutzt die mit diesen Schrauben. Da bin ich aber mal gespannt, diesen Fingernagel oder Fußnagel. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Yay! Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp! Noch nicht zurück! Oh, schade. Ich hätte mich auch noch gern weiter umgeguckt. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Und wie es weitergeht, erfahren wir im zweiten Part von Edna bricht aus. Dafür speichern wir mal kurz. Oder würde ich sagen, bis demnächst. Adieu.